In Asien gilt die Lebensweisheit: achte drauf, was jemand tut und nicht, was er sagt. Denn nur, was er tut, ist entscheidend und nicht das, was er sagt. Und wenn wir jetzt das mal abgleichen mit dem, was Donald Trump gemacht hat, dann ist klar, Donald Trump hat diese Wahl verloren und hat faktisch eingestanden mit einer Tat, dass diese Wahl verloren ist, auch wenn er verbal nach wie vor natürlich an dieser Story festhält, dass die Wahl massiv gefälscht wurde. Schauen wir uns kurz an, Sie werden es wahrscheinlich in den Medien schon gelesen, gehört haben, tun, was getan werden muss. Trump leitet die Übergabe der Amtsgeschäfte an Biden ein. Hier Emily Murphy, diese etwas korpulente Dame hier unten, die hatte nun praktisch ihre Behörde angewiesen, diese Amtsübergabe jetzt vorzubereiten. Das heißt, jetzt können Biden und seine Leute mit Beamten sprechen, können diese Machtübernahme vorbereiten, bekommen die entsprechenden Gelder, fast 7 Millionen Dollar, damit sie sozusagen all das tun können. Damit ist jetzt faktisch klar, die Geschichte ist gelaufen. Vorgeschichte war, dass Michigan das Wahlergebnis zertifiziert hat. Pennsylvania dürfte bald folgen. Das heißt faktisch, dass die Berater von Donald Trump gesagt haben, juristisch sind wir jetzt auf verlorenen Posten. Das war ja die Strategie offenkundig. Jetzt zu sagen, okay, wir versuchen zu verhindern, dass die verschiedenen Bundesstaaten, die noch in der Diskussion standen, jetzt zertifiziert werden, die Ergebnisse zertifiziert werden. Und nachdem das nicht mehr aussichtsreich ist, nachdem dieses Spiel verloren ist, hat jetzt Trump auch praktisch die Dinge hingeschmissen. Die Geschichte ist gelaufen. Hier nochmal Tweets von ihm, die jedoch natürlich sagen, nein, nein, ich habe die Wahl gewonnen. Wir werden niemals aufgeben angesichts dieser Fälschung der Wahl etc. Aber das Ding ist jetzt gelaufen. Das Problem, das hiermit verbunden ist, dass fast 70% der Republikaner glauben, dass diese Wahl grundsätzlich manipuliert ist. Es ist also nicht einzelne punktuelle praktisch Manipulationen gegeben hat. Das hat es ja wahrscheinlich immer gegeben. Bei jeder Wahl gibt es einen gewissen Anteil an Fälschung. Die Frage ist nur, ist der relevant? Die Trump-Leute sagen, ja, total relevant, sonst hätten wir die Wahl gewonnen. Da hat man sogar Venezuela, Kuba ins Spiel gebracht. Die hätten hier ihre Finger mit drin gehabt. Paul, diese Anwältin, die jetzt mit Giuliani diese Pressekonferenz gegeben hat, die hatte das gesagt, die wurde danach gefeuert. Und jedenfalls ist das große Problem, das ich jetzt sehe, dass natürlich Trump an dieser Story festhalten wird. Ich habe nicht verloren, sondern diese Wahl war letztendlich gefälscht. Auch wenn er sich sozusagen jetzt nicht, jedenfalls wird sich Trump wahrscheinlich nicht aus dem Weißen Haus tragen lassen wollen. Deswegen hat er jetzt diesen Schritt unternommen, festigt aber gleichzeitig den Mythos, dass diese Wahl eigentlich geklaut ist. Die meisten Republikaner glauben das. Und jetzt dürfte etwas passieren können, was in der deutschen Geschichte schon eine sehr unrühmliche Rolle gespielt hat, nämlich die Dolchstoßlegende. Damals diese Legende besagt, das deutsche Heer im Ersten Weltkrieg ist unbesiegt. Es war praktisch die Heimatfront, es waren die Sozialdemokraten, es waren die Juden, die uns praktisch, nämlich dem Heer, den Dolch in den Rücken gestoßen haben. Deswegen hat Deutschland diesen Krieg verloren und dann den Frieden von Versailles unterschrieben. Erinnern wir uns, 1918 war es ja so, als die Deutschen kapitulierten, da standen deutsche Truppen noch tief in Frankreich. Dementsprechend war diese Niederlage schwer zu verstehen. Wieso? Wir stehen doch noch tief in Frankreich, jetzt sollen wir den Krieg verloren haben. Faktisch war das deutsche Militär am Ende, logistisch wie auch personaltechnisch, konnten praktisch die Truppen nicht mehr verpflegen, waren völlig überdehnt. Die Übermacht rein vom Material der Alliierten war viel zu groß gewesen. Praktisch hier also ein Mythos geschaffen worden, der dann wesentlich war zu einer Radikalisierung der deutschen Gesellschaft, wesentlich war für den Aufstieg des Nationalsozialismus. Und jetzt dürfte in den USA sozusagen eine Gegenöffentlichkeit entstehen, die diesen Mythos weitertragen wird. Und dieser Mythos wird von vielen getragen. Und auch die Republikaner als Partei haben ja nicht diesen Mythos bisher wirklich widersprochen. Einzelne Republikaner, aber nicht wirklich die Partei. Und das ist sozusagen jetzt der große Mythos wahrscheinlich. Trump ist der eigentlich legitime Präsident, wurde betrogen. Wir anerkennen die beiden Administrationen nicht. Wir halten sie für illegitim. Da besteht ein immenses Potenzial für zukünftige Konflikte, die dann in der Biden-Zeit wahrscheinlich auftreten werden. Trump also hat die Wahl jetzt praktisch offiziell verloren.
Janet Yellen wird wohl neue Finanzministerin und damit hat die Wall Street diese Wahl ein Stück weit gewonnen, denn Janet Yellen ist jemand, der der Wall Street nicht wehtun wird, so viel scheint klar. Sie hat, glaube ich, einmal in ihrer Laufbahn als fette Chefin die Zinsen angehoben, ist für Stimulus, ist nicht jemand, der in irgendeiner Form der Wall Street jemals wehgetan hat. Ihre Pressekonferenzen als Fed-Chefin waren schwer zu ertragen, man musste sich da Streichhölzer in die Augen klemmen, damit man nicht einschläft. Also die unterhaltsamste wird sie nicht. Da wird man ja fast melancholisch angesichts zum Beispiel eines Larry Kudlow, eines Donald Trump. Die hatten immerhin einen Unterhaltungseffekt, auch wenn sie alternative Fakten produzierten mithin. Also wenn man so will, im eigentlichen Sinne Fake News. Aber sei es drum, wir werden jetzt also sozusagen eine neue Normalität wieder bekommen. Es wird ein bisschen langweiliger zugegeben, aber die Wall Street freut sich erstmal, weil man sich sagt, auch mit der Janet Yellen, da können wir hervorragend leben. Gestern die Märkte ja nach dieser Nachricht, Janet Yellen dürfte Finanzministerin werden, nochmal mit einem Schnaps nach oben, hat allerdings dann im Prinzip unverändert geschlossen zu dem Zeitpunkt, kurz bevor die Meldung gekommen ist. Das heißt, da wurde ein kurzer Sprung nach oben gefeiert. Und dann das wieder ausgepreist ein Stück weit. Hier sehen wir mal die Performance der 11 Sektoren im S&P 500. Es waren wieder vor allem mal Finanzwerte, zweitstärkstes und Energiewerte mit fast 8%, die wieder hier diesen massiven Anstieg gezeigt haben. Also praktisch wird dieses Muster weitergespielt, dass jetzt das Wunder passiert, indem Energiewerte immer weiter steigen, immer höher bewertet werden. Inzwischen eine KGV von 30 für das Jahr 2021. Sportlich muss wirklich alles funktionieren. Und die Aktienmärkte insgesamt höher, weil man sich jetzt sagt, ja super, damit ist ein weiteres Risiko aus dem Markt, weil Donald Trump jetzt faktisch aufgeben wird. Gestern haben wir gesehen, die Most Shorted Stocks sind diejenigen, die hier wirklich diesen Anstieg auch mittreiben. Und wir haben hier in Sachen Energie nochmal die Situation, dass vor allem Energiewerte deutlich besser laufen als Tech. Die waren ja vorher auch natürlich massiv verprügelt. Jetzt holen sie extrem auf. Tech läuft nicht so richtig. Wir sehen hier unten eine Grafik. Market Neutral zu Momentum, also praktisch zu Growth, zu diesen Tech-Aktien. Wir sehen, dass Momentum relativ schwach hier abschneidet. Jetzt haben wir das saisonale Muster. Wir haben grundsätzlich ja die Situation, dass um Thanksgiving die Situation positiv ist. Jahresendrally ist das normale Muster. Nur haben in diesem Jahr die Muster nicht so richtig funktioniert. Jedenfalls wäre es nach diesem Muster, wenn es denn mal einträfe, die Situation so, dass jetzt Ende November nochmal ein bisschen schwierig wird. Die Hälfte der vorherigen Rallye, die wir gesehen haben, ausgepreist wird. Ob es so kommt, man weiß es nicht. Die Märkte überkauft bis zum Anschlag. Ich hatte es gestern thematisiert. Wir dürften jetzt mit eines der größten Reversals haben in der Geschichte der US-Aktienmärkte. Waren ja schon über 30% im Minus und werden wahrscheinlich über 10% im Plus dann dieses Jahr beenden. Eine der größten Wendungen, die wir gesehen haben. Die zweitgrößte Wende, by the way. Die größte war im Jahr 1933. Also da haben wir wieder historische Vorbilder, die extrem erstrebenswert sind. Und wir haben die Situation beim S&P 500, hier ein Chart von Michael Silver, dass wir praktisch 90% der S&P 500 Werte über dem 200-Tages-Durchschnitt haben. Das sind Extremwerte, man könnte viele andere Parameter noch benennen. Das will ich mir schenken. Insgesamt werden wir jetzt aber bald diesen Stimulus brauchen. Und das Interessante ist ja, dass Joe Biden gestern gesagt hat, nee, also unter diesen 2, irgendwas Billionen mache ich es nicht. Ich werde mich also nicht sozusagen hier runterbegeben in Sachen Stimulus, werde nicht den Republikanern entgegenkommen mit ihren Forderungen, naja, unter einer Billion muss es schon sein. Dementsprechend schwindet eigentlich die Hoffnung auf den Stimulus, das hat Gold gestern ja gedrückt, aber wir sehen, dass dieser Stimulus eigentlich nötig ist, denn 5,8 Millionen Erwachsene sind wohl dabei, ihre Existenz zu verlieren, Eviction oder Foreclosure, also praktisch Zwangsräumungen, weil sie ihre Miete nicht bezahlen
bezahlt haben. 17,8 Millionen Amerikaner haben ihre Miete nicht oder nicht vollständig bezahlen können. Da muss jetzt so wirklich was passieren. Da muss Gesetzgebung her, damit diese Leute nicht wirklich dann auf der Straße sitzen ab 1. Januar. Sonst wird es bitter. Und wenn die Dinge zwischen Republikanern und Demokraten nicht sich ein bisschen entspannen, wird das schwierig, solche Kompromisse zu finden. Kommen wir nach Deutschland, meine Damen und Herren. Wir werden heute wahrscheinlich die historische Entscheidung bekommen der deutschen Börse, dass der DAX von 30 auf 40 Werte ausgeweitet wird, weil eben der DAX 30 schlecht gelaufen ist und nehmen wir 40 Werte mit rein, Geld, dann läuft da besser. Wir sehen unten ja den Kursindex, der sich seit dem Jahr 2000 kaum bewegt hat. Also ohne Dividenden ist beim DAX nicht viel los. Und wir haben jetzt auch die Situation, dass Tesla fast so viel wert ist wie der gesamte deutsche Mittelstand, wenn man den MDAX als Index des Mittelstands begreifen will. Tesla ja gestern wieder extrem gestiegen, 417 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung. Mal sehen, ob Tesla in so eine Bewertung jemals wird reinwachsen können. Für ein Unternehmen, das 3,5 Autos verkauft, ist das auf jeden Fall sportlich. Die deutschen Mittelständler jedenfalls machen substanziell mehr Umsatz, als Tesla das macht, aber in der Summe. Aber sei es drum, das sind eben die Bewertungen. Und wir bekommen heute um 10 Uhr den IFO-Index. Wir hatten zuletzt 92,7. Wir haben bei den Einkaufsmanager Indizes gesehen, dass vor allem Dienstleistung schwächer wird. Gewerbe hält sich, aber auch hier dürfte eine leichte Abschwächung jetzt erkennbar sein. Und wir haben den gestrigen Grund schon anfangs erwähnt oder eingangs erwähnt mit Gold. Wir haben gesehen, dass diese Stimulushoffnungen unwahrscheinlicher geworden sind. Die Aktienmärkte haben kurz mal drauf reagiert, sind aber dann weiter nach oben. Gold ist unten geblieben und Gold hat auch jetzt das Problem, dass die realen Renditen wieder steigen. Das ist meistens ungünstig für Gold. Je negativer die realen Renditen sind, umso besser für Gold. Je weniger negativ sie sind oder positiver sie sind, umso schlechter für Gold. Und wir sehen hier nochmal in einem Chart von Capital.com, meine Damen und Herren, dass Gold dann weitergefallen ist auf die Nachricht, dass Trump praktisch jetzt die Amtsübergabe eingeleitet hat und damit letztendlich auch seine Niederlage eingestanden hat. Das hat Risk On nochmal ein bisschen befördert, Risk Off geschadet. Aber Gold ist ja eigentlich lange Zeit ziemlich parallel gelaufen zu den Aktienmärkten. Jetzt fällt Gold. Was werden die Aktienmärkte machen? Wie gesagt, hoffnungslos überkauft. Kann weiter steigen. Auch extreme Situationen können noch extremer werden. Aber es ist natürlich ein immenses Rückschlagpotenzial. Je weiter wir uns jetzt nach oben hangeln, umso schneller dürfte dann bei einer unerwarteten Nachricht der Rücksetzer sein. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen Tag. Um 10 Uhr der IFO. Das wird der erste Hingucker heute. Bis dann. Servus und ciao.